Den Vampir sollte ich mal heilen. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Kerker. Brauchen sie auch nicht. Die Gegner sollen krepieren und dann sollen Vampire draus werden. Was ist jetzt? Ich brauche eine Bibliothek, um Zaubersprüche zu erforschen. Meine Gehörde. Großer Angriff der Zwerge? Jetzt machen wir die Zwerge auch noch meine Mauern kaputt. Was fällt euch ein? Vampire sind Denker. Das ist interessant. Können die also in einer Bibliothek forschen? Das wäre jetzt die gute Frage. Dann könnte ich denen nämlich irgendwo eine Bibliothek hinsetzen, eine kleine. Oh, hier gibt es noch Gold. Sehe ich gerade, dann grabt mal dahin. So, habe ich irgendwelche argen Verluste? Nein, gut, du bist etwas angeschlagen. War das jetzt der Großangriff der Zwerge hier hinter? Und da kommen dann noch neue Schatzkammern? Okay, ich muss dringend dieses Gebiet erobern. Also schnappe ich mir mal ein paar von meinen Skeletten, die schlagen mir die Tür ein. Gut. Meine Imps scheinen überall sehr beschäftigt zu sein. Naja, die haben nur noch dieses Fitzelchen zum Ausgraben, dann war es das eigentlich auch. Dann können sie hier für mich... Ach, sie graben ja schon hier. Man merkt, der Imp ist Stufe 5, der ist verdammt schnell mit dem Graben. Und er hüllt das in 0,nix aus. Währenddessen nimmt der Imp dem Gegner das Gebiet weg. Müssen wir mal gucken, wo der Gegner da Heldentore hat. Da hat er garantiert. Oh, ich habe wieder... Ich habe noch zwei Skelette gekriegt. Das ist gut. Bevor ihr euch um was anderes kümmert, kümmert euch mal hier um das Leichenverteilen. Oder ums Wegrennen. Bevor die mir nämlich ein Vampir ist noch im Friedhof aus dem Grab gestiegen. Sehr schön. Oh, zwei Wächter, die können auch sterben. Skelette sind leider wirklich nicht besonders stabil, merke ich gerade. Aber es reicht wenigstens mal ein bisschen aus. Wie viele Vampire habe ich jetzt? 3. Naja. Das wird fürs Erste reichen müssen. Dann bauen wir denen mal eine Bibliothek. Weil sie sind ja Denker. Vielleicht können sie auch forschen. Suchen wir es einfach mal. Setzen wir einen meiner Vampire mal hier rein. Eure Bibliothek ist noch nicht einsatzbereit. Ihr müsst sie vergrößern. Eure Bibliothek ist zu klein. Nein. Verkaufen wir sie mal nicht. Machen wir lieber hier die Wände weg. Es fehlt nämlich... Fehlen nämlich Regalplätze, merke ich gerade. Aua, Stachelfalle. Meine Imps tappen rein. Okay, ich denke mal, Vampire dürften in der Lage sein, die Stachelfallen zu zerstören. Und dann können sie den
Wächter da kaputt machen. Sehr schön. Immer darauf achten, dass ich dass meine Skelette nicht sterben. Das ist auch wichtig. Du kannst eine Leiche abholen. Im Verloren gleich ersetzen zum Leichen abholen. So. Dass wir ein paar Leichen in den Gräbern haben, wenn wir Vampire kriegen. Hier ist ausgegraben. Ich glaube, Vampiren macht das nicht so viel aus, wenn sie direkt neben dem Kerker. Hier ist auf einem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Sehr schön. Gucken wir mal, hier hinter müssten sich wahrscheinlich irgendwo Heldentore befinden. Hier befindet sich auf jeden Fall ein Skelett und ein Schatz hinter der dicken Eisentür. Da ist eine, da sind Kanonen hinter. Ach, den brauchst du nicht bis Ultimo verfolgen. Okay. Eigentlich sieht alles soweit gut aus. Und tatsächlich meine Vampire forschen. Ich finde das lustig, wie die da rumlaufen mit den Händen hinterm Rücken. So richtig wie Professoren ein bisschen. Was ist hier hinter? Ah, hier ist auch eine Schatzkammer dahinter. Der eine, die Zwerge hier nerven mich langsam. Können mal ein bisschen was vertragen. Meine Vampire werden sich ja um sie kümmern. Die Skelette hier. Nein, das nicht ausgraben. Können die Tür einschlagen. Die soll noch nicht zum Kerker. Ich glaube, ich verkaufe den Kerker lieber mal wieder. Obwohl, nee, ich behalte ihn, falls ich ihn doch mal brauche. Mal gucken, ist ein Skelett angeschlagen? Viel zu weit. Die im Kampf sind, sollte es nicht geben. Okay, da habe ich schon zwei Skelette verloren, weil ich nicht aufgepasst habe. Ah, holt euch euer Geld. Zum Glück wollen nur die Vampire Geld und nicht auch noch die Skelette. Da merkt man wieder die etwas intelligenteren Untoten. Prügelt ihn tot. Er hat eine gegnerische Schatzkammer erobert. Und jetzt setzen wir euch gleich nochmal hier vor der Tür ab, dass ihr sie einschlagen könnt. Sehr schön. Ah, es liegen schon wieder tote Zwerge auf den Gräbern. Gut. Zauberspruch Imp erschaffen wurde verbessert. Die Vampire können die Tür einschlagen, da kann ich die Schatzkammer auch gleich einnehmen. Ein Kampf? Ach, da ist schon wieder ein Zwerg so mutig. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Das freut mich immer. So.
Wir machen schon mal vor Heldentor. Hm? Gut zu wissen. Ihr habt eine gegnerische Schatzkammer erobert. Und Zwerge, die da Stress wollen, gleich. Gegnerische Schatzkammer gehört jetzt auch mir. Eure Bibliothek ist zu klein. Friedhof aus dem Grab gestiegen. Jawohl, wenn wir das Heldentor wegmachen, können wir uns hier ein bisschen ausdehnen. So. Helden sind nämlich ein bisschen nervig, langsam. Deswegen gucken wir mal, dass wir sie so schnell wie möglich loswerden. Okay, schnappen wir uns mal einen etwas stärkeren Vampir. Der da sieht gut aus. Und fangen mal an, Kanonen zu zerstören. Kanonen kann man ja blöderweise nur im Nahkampf zerstören. Also... Euer Zauberspruch Donnerschlag wurde verbessert. Na, viel Schaden machen die Kanonen aber bei mir nicht. Eure Geschöpfe sind zufrieden mit euch als ihrem Herrn. Mit zwei Schlägen sind sie tot. Können wir ja gut ausnutzen. Mit drei Schlägen sind sie tot. Ein bisschen um ihn rum gehen. Und ist verfehlt. So. Das gleiche können wir auf der anderen Seite noch wiederholen. Die zwei Zwerge können wir ignorieren. Oder auch nicht. Sind aber ziemlich schnell tot. Und ich merke, dass ich gerade da oben, dass mir das Geld ausgeht, was auch nicht so gut ist. So, dafür gibt es hier schon mal eine Kanone weg. Die zweite ist auch gleich weg. So. Obwohl, Geld habe ich noch genug. Das war wohl das Geld von der Kreatur. Zauberspruch Symbiose wurde verbessert. So. Jetzt ist der Heldeneingang hier schon mal weg und ärgert mich nicht mehr. Oh, gegnerische Kanonen. Auf der Seite auch noch. Skelette. Nochmal das Ding hier weg. Okay, hier gibt es gar keine Heldentore mehr, sehe ich gerade. Wie ist es hier? Böser Blick. Nein, hier ist ein Wachraum. Okay. Verstärkt und repariert die Wände des Dungeons. Macht mal die Tür kaputt. Liegen hier Leichen? Ja, da liegen Leichen. Nimm die Leiche. Nein, du sollst die Leiche da mitnehmen.